Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir haben heute den 5.10. und genau heute vor 33 Jahren ist der kleine Mark Eggers zur Welt gekommen. Nicht genau um die Uhrzeit, aber 9.45 Uhr. Wir haben jetzt 3.30 Uhr. Ich habe Geburtstag und was haben wir uns gestern spontan überlegt? Fliegen wir doch einfach mal nach Malle. Wir werden ordentlich stimmen. Bett. Wetter ist scheiße. Mallorca noch 27 Grad. Machen wir uns jetzt mal hier auf den Weg, melden mit am Start, um das Ganze kurz einmal abzukürzen, Freunde. Kleinen Einblick, so sieht es bei uns am Pool aus. Krass, also das sieht hier auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Jacuzzi ist da, aber ich glaube, bevor wir hier ankommen, haben wir noch einen kleinen Weg, den wir zurücklegen müssen. Also Marc, tut mir leid, aber du kannst dich schon mal auf was freuen. Gehen wir mal wieder zurück, setzen wir uns mal erstmal wieder hin, ja, und warten, bis der Flieger kommt. Freunde, aber so schnell geht es leider nicht. Wir müssen natürlich erstmal nach Mallorca fliegen. Die beiden, mit ihrer Flugangst. Ja. Ich weiß, ich sehe extrem fertig aus, ich bin richtig tot. Ja, hier ist jemand am Morzen. Ich glaube, ich habe gerade nur eine Stunde geschlafen, ging aber alles richtig. Alter. Wenn hier einer mautzt, dann sind wir das, ey. Mike dreht gleich durch. Nur eine Stunde gepennt. Jetzt geht's gleich los. Wir machen hier gar nicht lange rum. Der Gast ist heute 33, also wer mir gratulieren will, kommt, dann haut's in die Kommentare, scheiß drauf und schreibt mir einen Gruß, das ist kein Problem. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this. Angekommen auf Mallorca, sag mal, kennt ihr eigentlich die Leute, die so nicht diese Rolldinger hier nehmen, sondern so auf Krampf hier auf sportlich machen nochmal so? Auch mit Sportleggings und Schuhen denken sich nicht mit uns. Wir gehen hier mal richtig, richtig energisch zu unseren Koffern. Das ist das Geile, wenn man nur mit Handgepäck reist, man muss nicht lange auf den Koffer warten, man kann hier direkt rausgehen. Ja, Freunde, nicht mit uns. Wir werden natürlich schon erwartet. Da ist er. Hey. Nicht? Udo! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer Roomtour. Aber ich merke gerade, ich habe etwas vergessen. Eine Sekunde. Da ist er. Was geht ab, Leute? Kommt rein. Herzlich willkommen zu der Roomtour. Was natürlich auch nicht fehlen darf hier auf Mallorca, ist die Lederjacke. Geiles Hotel. Port Adriano sind wir. Ich dachte, ich zeige euch mal, wie das Ganze hier aussieht. Badezimmer ist nicht spektakulär. Ich hasse das immer selber, wenn die Leute so die Badezimmer zeigen. Was ist los? Badewanne, Dusche, fertig. Waschbecken. Ja, gut. Wenn man reinkommt, hat man hier so eine Art... Wie nennt man das? Vorraum, Wohnzimmer? Empfangsbereich. Lederjacke, aber barfuß. Genau, Empfangsbereich hier mit so einer Couch. Nicht spektakulär, aber was man hier draußen gut sehen kann, wir haben eine riesen Terrasse. Wahnsinn, also das ist echt krass. Ich muss auch ehrlich gestehen, das Erste, was ich immer mache, wenn ich in so großen Hotelzimmern bin, ich gucke immer, da ist eine Couch, da ist eine Möglichkeit. Wie viele Leute könnten hier eigentlich noch illegal mit drinnen pennen? Ich glaube, das liegt so ein bisschen an meiner Vergangenheit. Da hat man sich doch früher einfach mal zu 10 so ein Zimmer wie hier geteilt, um Geld zu sparen. Gehen wir mal weiter rein. Was cool ist, es ist alles so ein bisschen dunkel gehalten. So sieht das aus. Hier ist das Bett. Der ein oder andere kann sich natürlich vorstellen, hier wird ordentlich... Bett. So, was man hier hat, Spiegelwand, aber dahinter verbirgt sich noch ein Fernseher. Für die technikinteressierten Freunde, schaut mal. Ganz geil. Ja, Kids mit... So ein Touchscreen hier. Fernseher integriert, ziemlich nice. Dann hat man hier noch so eine Couch. Kann man sich auch ganz gut hinstellen. Übrigens hier der Champagner am Start, der wurde uns hier aufs Haus geschenkt. Auch hier der Wein sieht echt so aus, als ob wir so die übelsten Trinker wären. Gehen wir mal raus. Kommen wir hier zum Highlight dieses Zimmers. Und zwar ist es der View. Kannst du dich mal einmal drehen, dass die Leute das einmal sehen können. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier zwei Liegen. Wir haben sogar... Zwei liegen hier in so einem, das ist schon fast eine Art Privatpool, was wir hier haben. Mega, mega geil. Die Sonne geht auch gerade so ein bisschen unter. Dann haben wir hier einen extra privaten eigenen Jacuzzi. Jacuzzi, das heißt, du kannst da drinnen liegen,
Regen. Guck mal hier, mach, schmeiß mal an die Kiste. Da läuft er. Liegst du drinnen und hast denn den View hier auf Port Adriano. Schaut euch das mal an. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. So Leute, jetzt geht's erstmal in die Stadt nach Palma. Ich brauche nämlich noch ein paar Klamotten für ein Shooting, was demnächst ansteht. Kurze Frage an euch. Wer von euch kennt das eigentlich da draußen? Immer wenn man irgendwie im Mittelmeer ist oder in so einem Wasser, was sehr salzhaltig ist, dass man die Haare irgendwie viel, viel besser stylen kann. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe auch schon sämtliche Salzspray-Produkte ausprobiert, war aber damit nie zufrieden. Es gab irgendwie nie so den Look, als wenn ich jetzt im Meer war. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf, dass wir bei That's Me sowas mal auf den Markt bringen. Schreibt einfach mal, Salzspray, nutzt ihr das ja oder nein? Und habt ihr auch denselben Effekt wie ich? Man ist im Wasser, kommt raus, benutzt seine Produkte. Selbst wenn man duscht danach und so, irgendwie fühlen sich die Haare viel, viel geiler an und man kann sie viel, viel besser stylen. Also schreibt es mal gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen da sind. Für uns geht es jetzt erstmal los in die Innenstadt. Angekommen in Palma und hier ist der Zara. Den kann ich übrigens euch echt empfehlen. Ich bin auch der Meinung, dass die hier tatsächlich ganz andere Sachen haben als wir in Deutschland. Aber mag mich auch täuschen, vielleicht ist einfach nur die Auswahl ein bisschen größer. Der sieht auch schon richtig, richtig nice aus. Si. Gehen wir nach oben, oder? Ja, oben war das. Ja. Aber darf man da hoch? Ja, wir dürfen das. Wir gehen hoch hier. Übrigens, Freunde, hier Rollkragenpullis, ne? Wenn ihr auf der Suche seid nach guten Rollkragenpullover, auf jeden Fall mal bei Zara gucken. Die sind nicht so teuer. Ich gucke mal einmal kurz, was die hier kosten. Kann ich euch nur empfehlen. Sämtliche Farben. Hier weiß, schwarz. 25 Euro, also wenn ihr Bock drauf habt, checkt auf jeden Fall bei Zara ab. Die sind wirklich sehr, sehr nice. Das Krasse ist bei mir, Leute, ich nehme immer XL. Was ist das hier? XL, das ist wirklich die größte Größe, die es hier gibt. Ich habe wirklich Probleme, teilweise Klamotten zu finden. Aber ich kombiniere jetzt gerade mal den weißen Rolli, danke. Ich kombiniere jetzt den weißen Rolli mit dieser Lederjacke. Cool, nicht so geil, aber so, die Jacke ist auch die größte, ne, was es gibt, oder? Ja, XL. Das ist so Wildleder. Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass es echt ist. 49 Euro, nee, ist sogar fake. Für 49 Euro, aber echt nicht schlecht. Ganz ehrlich, für 49 Euro, schaut mal hier auf die Kombination, einfach mit so einem Rollkragenpulli. Richtig cool, dazu eine etwas hellere Hose, am besten so eine Art Anzughose oder sowas. Richtig, richtig nice, finde die Kombi gar nicht schlecht. Übrigens, Freunde, ihr seht gerade, Shopping-Begleitung, Maddie ist mit am Start. Habt ihr mal Bock, dass Maddie mal eine Outfit-Challenge bekommt? Und zwar, ich gebe dir ein Budget, bekommst meine Kreditkarte, ich weiß nicht, 100 oder 50 Euro, und du shoppst für mich ein komplettes Outfit. Also schreibt mal in die Kommentare einfach nur Hashtag Maddie, dann wissen wir Bescheid. Ich muss mal gucken, also, meinst du, schaffst das? Für 100 Euro, komplettes Outfit. Gib mir jetzt so Money, ey, Mann. Okay, schreibt mal in die Kommentare Hashtag Maddie, dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Hier nochmal der Pulli, Rollkragenpulli. Sieht auch nur bei 39 Euro, die Jacke bei 49. Ich denke, ich nehme sogar beides mit. Ich habe so überhaupt keinen Platz mehr bei mir im Koffer, aber was soll der Geiz, ne? Kaufen wir doch nochmal zwei, drei Sachen hier. Das ist aber nervig. Bei mir, weil gerade bei was ich immer Mantel angeht, immer zu kurz an den Armen. Katastrophe. Die Leute denken immer, bei Marc alles easy, Shopping super leicht. Aber ich bin auch heute zu Struggle. Ich werde jetzt einmal ein ganzes Outfit anziehen hier. Ich habe nämlich noch eine coole Hose gefunden zu der Lederjacke mit dem Rollkragenpulli, und zwar diese hier. Werde ich jetzt gleich mal anziehen und dann seht ihr einmal, wie das Ganze aussieht. Gehen wir mal die Umkleide, probieren wir mal an hier den Spaß. Ich will doch nicht, dass irgendjemand deinen Schwanz sieht. Also ich finde es gar nicht schlecht mit der Hose. Ich würde die jetzt schon mal größer nehmen. Aber gerade so als helles Outfit finde ich richtig, richtig nice. Mit der Jacke, Rollkragenpulli, die Hose dazu auch mal was anderes als so eine klassische Jeans. Ihr habt die Hosen gerade gesehen, kosten nur 19 Euro. Mega nice. Ich werde mir sogar drei Stück davon holen. Jetzt habe ich gerade hier nochmal so eine Kombo. Wie ist die Jacke? Ist die ein bisschen zu groß? Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen eingekauft. Ich filme sie euch gleich nochmal zu Hause kurz ab, wenn ich im Hotel bin. Dann zeige ich sie euch nochmal. Mittlerweile ist schon dunkel geworden draußen. Wir gehen jetzt nochmal ganz schnell was essen. Und dann fahren wir auch wieder zurück ins Hotelzimmer.
Also wenn ihr mal Bock habt, dass ich zusammen mit Maddie so eine Shoppingtour mache, dann schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Die junge Frau hat extrem Ahnung. Ja, ich merke das schon. Ich bin ja schon Shopping-Profi Nummer 1 hier in Deutschland. Aber wenn sie dabei ist, dann wird aus einer Tüte direkt mal zwei und gefühlt ist mein Kleiderschrank nur am Platzen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mike, Nick, Van Teig. Das Licht ist so gut, deshalb will ich so viel... Mike, Nick, Van Teig. Mike, Nick, Van Teig. Meine Haarfarbe sieht schrecklich aus. Sieht gut aus, das Licht ist voll nice. Ja. So, wie versprochen, einmal die Sachen, die ich gekauft habe. Den weißen Rollkragenpulli habt ihr schon gesehen. Und dann habe ich mir eigentlich diese Hose, die ich auch vorhin anprobiert habe, dreimal gekauft in unterschiedlichsten Farben. Ich habe Größe 46. Dazu habe ich mir noch so eine Art Jogginghose geholt. Richtig, richtig geil. Die ist auch so ein bisschen kürzer hier unten. Bequem zu tragen, finde ich auch gut in der Farbe. Und diese Fake-Leder-Wildleder-Optik-Jacke. Genau, damit ihr es einfach nochmal schnell gesehen habt. Sind jetzt zurück im Hotel und ich zeige euch einmal, wie geil das hier abends aussieht. Ich zeige euch das nochmal, wie das hier abends aussieht. Mega nice. Schaut mal, echt der Hammer. So Leute, zurück in Deutschland. Wir haben es Sonntag, sehr früh morgens. Ich schneide gerade das Video, deshalb sehe ich wahrscheinlich auch ziemlich verpennt aus. Aber ich wollte das Video für euch heute unbedingt fertig bekommen. Das war jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder ein Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ganz kurz nochmal für den ein oder anderen Hater da draußen, der sich vielleicht das Video anguckt, der mich nicht kennt, der Maddie nicht kennt und einfach nur sieht, ach, guck dir mal die an, die beiden leben im Luxushotel, fliegen einfach mal spontan nach Malle, gehen schön shoppen. Wir beide haben uns tatsächlich alles selber erarbeitet. Da gab es nicht Mama, Papa, die uns irgendwie großartig was gezahlt haben. Die hatten leider auch nicht finanziell die Möglichkeiten, auch wenn sie es gern getan hätten. Wir haben sehr viel an uns selber geglaubt, wir haben sehr viel gearbeitet und dann kann man auch irgendwann sich sowas mal leisten. Also einfach nur so als kleine Motivation an euch da draußen. Es ist sehr, sehr vieles möglich im Leben. Klar ist es nicht das erstrebenswerteste Luxushotels, Luxusgüter und sowas. Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, aber für mich war es einfach mal richtig schön. Von sowas habe ich immer geträumt, einfach mal spontan nach Malle fliegen, so eine Luxussuite zu buchen. Und es war einer der schönsten Geburtstage, die ich seit langem hatte. Und deshalb einfach noch so dieses Schlusswort für euch da draußen. Einfach glaubt an euch, kippt ein bisschen Gas. Ich hätte mir das auch nie erträumen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So ein kleiner Einblick. Danke für die ganzen Geburtstagsglückwünsche. Wenn ihr Bock habt auf die Shoppingtour gegen Maddie, ich bin sehr gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Maddie ist natürlich auch verlinkt unten in der Infobox. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Mein Name ist Marc Eggers. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out.